Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 2. Wir sind Ezio Auditore da Firenze, ich bin Ankh und wir spielen die nächste Kopernikus-Mission. Der Ehrendoktor, der den Gelehrten finden und den Kopernikus-Brief übergeben, bevor die Wachen ihn töten. In weniger als einer Minute. Okay. Ich hatte es in der letzten Folge schon das Problem. Ich habe Bäuerchens Problemchens. Das ist mega ätzend. Ich versuche das aber möglichst zu unterbinden. Lasst mich hier alle mal durch. Na. Bin mal gespannt, wo wir überhaupt hin müssen, wenn wir so viel Zeit haben. Aber es dann als Herausforderung in unter einer Minute schaffen sollen, hätten wir vielleicht das Pony nehmen sollen. Okay, auf der anderen Seite der Hütte. Hey! Kopernikus schickt mich. Grazie. Nein! Entfernung zum Ziel bringen. Ach, der Schütze. Wir fertigen Werkzeuge für das Arbeiten des Volkes. Robuste Waffen und Rüstungen ist da nicht jeder. Der Schütze. Was genau hat diesen Ausbruch von Impertinenz hervorgerufen? Impertiver? Buongiorno. Und hier sind zu viele Menschen. Hey, ihr seid nicht alleine. Benehmt euch. Was spricht gegen eine Statue im Garten? Einen Wandteppich unterlaufen. Du Drecksack. Ja. Oh, guck mal, eine Attentatsmission. Ey. Gleich erzählst du was ganz anderes, oder? Boah, du Kacknase. Was? So, dann haben wir da vorne noch eine tolle Mission. Eine Attentatsmission. Okay, irgendwann ballert hier brutal von unseren Leuten rum. Und hier haben jetzt eine Attentatsmission freigeschaltet. Da oben ist der Taubenschlag. Ey, wieso ist denn die Stadt so voll hier auf der Ecke? Es ist mega ätzend. Man kann ja nicht mal in Ruhe von A nach B laufen. Ohne dass sich ständig irgendjemand einen anrumpelt. So, hallo Taubenschlag. Ich trinke jetzt trotzdem noch einen Schluck mit Kohlensäure. Mission. Händler unter dem Schutz der Borgia tauschen oft Gefälligkeiten auf Kosten der ehrlichen Händler aus. Zeigt ihnen, dass ein Schutz durch die Borgia nur ein Mythos ist. Assassin-Dings, Bums benutzen, um Ablenkung zu schaffen. Alles klar. So, das Bild nehmen wir hier auch mal ab. Das macht sich hier oben nämlich gar nicht gut. Wer hängt ja auch schon Steckbriefe auf Privatbalkon auf? Wenn ihr es nebenbei rumpeln, also jetzt nochmal rumpeln hört. Meine Katzen machen Fighty Fight um einen Stuhl, der hier steht. Ich will auf dem Stuhl. Nein, ich. Miau, miau, miau. Sehr schön. Der Händler unbemerkt eliminieren. Das ging flott. Das war eine zügige Eliminierung.
des Borgia-Händlers. Echt, kennst du? Ja? Selber schuld. Du hast auf mich geschossen, du bist tot. So, da hinten haben wir Kopernikus. Da haben wir Kurtisanenauftrag. Komm, wir sind gerade so fleißig bei den Kopernikus-Sachen bei, dann gehen wir da rüber und erledigen die Sache mit den Briefen. Das sind bestimmt noch mehr Briefe, die wir austragen müssen. Die Assassinenpost. Darf ich vorstellen? Ezio Auditore, der Ehrenpostlieferant. Mit den gefährlichsten Briefen der Stadt. Ey, wo kommen die ganzen Leute her? Ist ja unerhört. Habt ihr alle keinen Job? Oder so? Oder dies oder das? Hui. Oh, guck mal, da ist einfach ein Pony aus dem Nichts aufgetaucht. Ein paar Menschen aus dem Nichts. Oh, der feuert die Wand an. Ist das ein krasser Typ. So, falls es euch interessiert, der Kater hat den Stuhl gewonnen. Den Gelehrten finden und den Kopernikus Brief übergeben, bevor die Wachen ihn töten. Brief in weniger als 2 Minuten übergeben. Doch, du hast mich geschubst, deswegen hast du das so verdient. Post kommt, die Post kommt, ich liefere jetzt die Post aus. Da, 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 da. Ne, die sind in meiner Hose. So, da quatscht wieder ein Typ rum. Ja. Ramnius, Jesus. Oh Gott, wir suchen auch noch. Wo bin ich denn jetzt drüber gestolpert, bitte? Da ist er. Hier. Das ist von Kopernikus. Vielen Dank. So, den Gelehrten hätten wir das Zeug gebracht und auch alle, glaube ich, mit voller Synchronität. Sehr schön. So, Kopernikus-Mission geht da unten weiter. Aber hier haben wir noch einen Kurtisanenauftrag. Ey, wir rutschen hier aber auch durch die Nebenaufträge heute. Fantastico. Oh, guck mal, hier vorne haben wir eine Truhe irgendwo. Die nehmen wir auch mal mit. Wird wahrscheinlich da oben irgendwo sein. Da, hier. Ja, da auf dem Balkon. Und schwupps. So, darüber. Ja. So. Und boink. Und ab und hoch. Wir brauchen gar nicht hoch, wir gehen jetzt seitlich so geil stylisch, so boink. Okay, ich gehe ja schon. Ich muss eh nach da unten. In die Fiona de Rosa. Oder so ähnlich. Claudia. Oh, Mutter. Ezio, das ist Egidio Drocke. Wir kennen uns. Ich bin aus des Bankiers Schuld in eure geraten und dafür bin ich euch dankbar. Wisst ihr, dass ich seit Monaten in keiner Taverne mehr war? Die Möglichkeit, etwas zu verändern, sticht jeden Umtrunk aus.
Der Senator erzählte gerade von den Zusammenhängen an Cesares Hof. Maria sagte mir, dass ihr die ausländischen Botschafter getötet habt, aber die Nachricht von eurer Tat darf Cesare nie erreichen. Und die Höflinge, die sich mit den Botschaftern trafen, müssen ebenfalls weichen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Doch noch wichtiger, der Heerführer Prospero Colonna wurde gefangen. Wenn ihr ihn befreit, wäre das ein Tiefschlag für die Borgia. Es wird getan, mein Freund. Das klang nach sehr viel Mord. Also richtig viel Mord. Man kommt halt eine Menge Informationen, wenn man ein Bordell besitzt. Ja, ganz viele neue Kurtisanen-Missionen offensichtlich freigeschaltet. Und alle da rechts. Gut. Oh, was haben wir hier? Ach, Kurtisanen-Gebäude, okay. Dann haben wir hier sonst noch irgendwo eine Mission, außer die Christina-Erinnerung. Dann beginnen wir mit der Christina-Erinnerung, oder? Dann haben wir hier in dem Hauptbezirken gerade erstmal alles erledigt. Wie es aussieht. So, gehen wir ein bisschen hier lang. Hui! Legen wir uns hier kurz rein. Ah. Hallo. Alte Erinnerungen. Auf geht's in den Ladescreen. Einfach mal zwischendurch einen Schluck trinken. Das ist auch mal ganz gut. Ich trinke eigentlich die ganze Zeit währenddessen. Heute, während der Aufnahme. Und ich wiege noch eine große Bäuerchen des Problems. Venedig. 1406. Ich hoffte, dich heute Abend zu treffen. Ich habe nicht viel Zeit. Das Fest des Dogen beginnt schon bald. Egal, ich habe Neuigkeiten. Offenbar ist Christina Vespucci zum Karneval in Venedig. Standet ihr euch nicht nahe? Irgendwann. Vielleicht hätte ich besser nichts gesagt. Sie ist mit ihrem Mann. Vielleicht ist sie nicht froh, dich zu sehen. Nein. Es ist wunderbar. Es ist Karneval. Mit dieser Maske wird sie mich nicht erkennen. Ich weiß aber, wie ich ihre Aufmerksamkeit erregen kann. Grazie, amico. Das ist cool. Christina eine Nachricht zustecken, um sie vom Fest wegzulocken. Uiuiui, wir sind ein fieser Schlingel. Und meine Klamotten sehen ja nicht so aus wie aus Roma oder so. Aus Florenz. Nein, nein. Da ist sie. Immer diese Barden, die einen nerven. So, jetzt muss ich sie nur am Treffpunkt erwarten. Ja, das war einfach 69 Zentimeter. Was? Meter entfernt. In der Gasse auf Christina warten. Dann fragen wir sie mal, wie es so ging in den letzten Jahren. Seitdem wir Florenz verlassen haben. Christina. Christina. Manfredo, seit wann bist du so romantisch? Das müsste sie auch an den Klamotten erkennen. Und an meinem Gesicht und der Narbe. Ezio, was zur Hölle tust du hier? Du wagst es? Christina, alles ist gut. Alles gut? Ich habe dich 8 Jahre nicht gesehen. Sieh, ich hatte Angst, du würdest nicht kommen, wenn ich dich bitte. Genau, wäre ich nicht. Ezio. Das letzte Mal, als ich dich sah, küsstest du mich in einer Gasse und dann hast du mich heiraten lassen. Es war die richtige Entscheidung. Er liebt dich. Wen kümmert, was er will? Ich liebte dich! Du hattest eine zweite Chance. Bitte, Ezio.
suche mich nie wieder auf. Ja, so kann's auch laufen. Das war dann der Kanal, ja. Der Karneval in Venedig. Der nicht mit so schönen Erinnerungen in Verbindung steht. Aber jetzt sieht man nochmal, dass die Klamotten doch ein bisschen anders waren. Ein bisschen. Also der Arm war anders, die Brustplatte, die Gürtelschnalle ist die gleiche. Die Gürtelschnalle ist einfach mega gut. So, Assassinenzeremonie. Es steht immer noch auf dem Plan. Dann müssten wir aber auch jetzt nicht mehr so weit vom Weg sein von unserer Hütte, oder? Nee. Oh, guck mal, das ist noch eine Attentatsmission. Uiuiui, Hinder. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Hatte so gar nicht auf dem Schirm gehabt, die Mission. Alalalala, bamba. Buona giornata. Hau zum Maul, du. Oh, guck mal. Achso, ich dachte gerade, das wären seine Haare. Das war, keine Ahnung, irgendwie so ein Stoffschlauch auf dem Kopf gehabt. Und das ist mein Haartunnel. Aus einem alten Waschlappen, weil ich zu faul bin, mir die Haare zu trocknen. Alles klar, komischer Dude. Boah, das war mega, mega Glück. Wow. So, haben wir hier Kunst, die wir noch kaufen können? Selbstporträt. Von wen auch immer. Nicht von uns. Schatzkarten. Oh, Federn. Die Banner. Hier noch mehr Banner. Geschäftsaufträge beenden. Geschäftsaufträge. Papa Vers Silvatigum. Oder so. So, jetzt haben wir auch wenigstens die Federn und sowas auf der Karte markiert. Sehr schön. So, und die Attentatsmission müsste es auch unten geben. Also gehen wir mal rein. Ah, dann können wir auch direkt die Zeremonie durchführen. Weil die ja alle ganz heiß darauf warten, endlich ein Assassin zu werden. Eine vollwertige. Leia Shea Walkan Motlak per Kulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Tada! Abgeschlossen die Nummer. Okay, wie es aussieht, müssen wir für die Attentatsmission oben zum Taubenschlag. Können wir mal ganz kurz hier unsere Assassinen koordinieren. Die sind alle zurück. Sind alle zurück? Nee. Der hat es fast auch geschafft. Na, hier haben wir noch was. So, da geht ihr jetzt alle hin, habt Spaß und wir gehen aufs Dach und machen die nächste Mission. Was sagt denn hier eigentlich das Herausforderungsbrett? Einmal noch Pfeilhagel, wuhu! Dann haben wir irgendwas Cooles gemacht. Ja. So, 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 so. Dann fahren wir mal hier hoch. Ja, ja. Die werden mir hier schon nichts sagen, bei mir vor der Tür. Oder die werden hart gefeilhagelt. Ja. So, Täublein, was hast du für mich? Mission. Ich bin immer noch begeistert von der Grafik. Cesare hat begonnen, ungeübte Soldaten anzuheuern. Seine erfahrenen Ausbilder sind daher enorm wichtig für seinen Erfolg. Finde und töte sie. Die Ziele mit der versteckten Klinge töten. Aua. Das ging voll auf die Knie, weil Superheldenlernen ist nicht in unserem Repertoire. So.
Bloß nicht ins Wasser fallen. Ja, solltest du. Guck mal, da oben haben wir da noch einen Banner. Komm, machen wir hier mal die Feierhagel. Und eine weitere Assassinen-Herausforderung beendet. Ey, das war cool. Sorry, ich wollte dich nicht vom Pferd schubsen. Alter, ihr Schwert. Alter, ihr Schwert steht ab jetzt zur Verfügung. Mega gut. Da hat sich das doch gelohnt mit dem Pfeilhagel. Können wir gleich da vorne beim Schmied nochmal halten und holen uns, Alter, ihr Schwert. Weil, Alter, ihr Schwert ist voll derbe. Das ist so das beste Schwert im Schwert. Schnauze. Erster. So, den haben wir gut gekontert. Den schneiden wir so auf. Den hier auch. Sehr schön. Hier du. Hier du. Messer im Rücken. Geil, oder? Oh, rette mich. So, Schmied. Ja, das will ich sehen. Zeig mir, Alter, ihr Schwert. Waffen. Zweihändige Axt. Nein, nein. Nein. Das benutzen wir gerade. Oh, guck mal, da gibt es noch eine Steigerung von. Nein, Alter, ihr Schwert ist nicht dabei. Wo ist die Keule? Wer hat überrascht, Streikkolben? Kleine Waffen. Nein. Ich hätte es mir ein bisschen größer vorgestellt, aber das macht gar nichts. Ich glaube, damit können wir Spaß haben. Ich würde dann vermuten, dass wir das Ding bei uns in der Gilde bekommen. Kommen wir da rüber? Nö. Eine schön dran lang geschliffen, so mit dem Gesicht. So. So, welcher der beiden Ausbilder ist jetzt näher? Der hier. Hey! Voll von meinem Kollegen geschubst worden. So, dann haben wir da hinten schon das nächste Banner. Wir versuchen das jetzt alles so ein bisschen mit einzusammeln. Und ich dachte, das wäre eine kurze Attentatsmission, wo wir einen Typen töten. Ja. Die Banner sind oft auf diesen Säulen versteckt. Na komm. Was soll's. So. Chris, eine weitere Schmied. So. So, das war Nummer 3. Was auch
immer der für Probleme hatte. So. Anscheinend haben wir auch jetzt unsere Ruhe wieder. Und damit verabschiede ich mich auch aus der heutigen Episode von Assassin's Creed 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet und wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Bye, bye.